Oh ja. Sehr, sehr schöne Frage wieder mal von einem Betriebsrat, der nur auch Arbeitnehmer ist, logischerweise. Und der hat jetzt mal in seine Personalakte geguckt. Und ja, da ist so eine Karteileiche, ne, so eine alte Abmahnung. Und jetzt fragt er sich, verjähren die Dinge eigentlich irgendwann mal? Und wenn sie je verjährt sind, dann werde ich sie ja wohl herausklagen können, weil der Arbeitgeber ist wohl, wenn ich das so sehe, nicht ganz bereit, das rauszunehmen. Ja, wie sieht es denn da aus? Ja. Spannend. Ja, Eine spannend, ja. schöne Ja, Frage. ja, 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 sehr ja. schöne Frage. Ja, tatsächlich, man muss ihm dann sagen, nein, Abmahnungen verjähren nicht. Ja, ich kann sie auch nicht rausklagen. Fies, Aber ne? spannend ist, sie werden halt weniger wirksam. Ja. Das heißt, Sie verwirken sie, von ja. diesem Warnhinweis noch her, du hast irgendwas falsch gemacht und dann kriegst du halt die Rüge, hey, so geht das nicht, muss natürlich konkret benennen und dann kriegst du diese gelbe Karte und wenn du nochmal so einen ähnlichen Quatsch machst, drohen halt Konsequenzen bis hin zur Kündigung und da sagt doch dann die Rechtsprechung, nach irgendeiner Zeit verwirkt es halt, wenn du dich, sage ich mal, jetzt vertragstreu verhalten Ja, es hast. kommt immer ein bisschen drauf an, wie die um was es eigentlich Ja, ging, ne? klar. Also wenn ich 5 Minuten morgens zu spät gekommen bin und deswegen abgemahnt worden bin und nach 3 Jahren ist nichts passiert und dann passiert wieder mir das mit 5 Minuten, dann ist es tatsächlich verwirkt, ja. Was anderes ist vielleicht, wenn ich bei einer innerbetrieblichen Auseinandersetzung einen Kollegen krankenhausreif geschlagen habe. Wenn mir das Hält's nur etwas länger. nach 3 Jahren wieder passiert, da könnte man vielleicht dann sagen, naja, verwirkt ist das noch nicht. Also es kommt natürlich auch auf die Intensität der Klar. Vertragsverletzung an und dann Aber kann nehmen man wir mal sich den dann Fall darauf von berufen. ihm, weil er hat Was hat hier er denn wirklich eine gehabt? Abmahnung, die ist 9 Jahre her. Und Also, hat er auch geschrieben, um was es ging? ja, da ging es damals, es ist Zufall, weil du es gerade sagtest, aber es ging auch damals um zu spät kommen. Er ist zu spät gekommen, es waren leider nicht die 5 Minuten. Es war damals unentschuldigt eine halbe Stunde. Okay, das war schon etwas heftig, aber ich kenne jetzt keine Rechtsprechung, selbst bei so einer Verfehlung nach 9 Jahren. So, das heißt, da werden wir doch festhalten, die ist verwirkt. Also, wenn man nochmal sowas macht, müsste man erstmal nochmal abgemahnt werden. Da kann der Arbeitgeber nicht gleich kündigen. Das ist eine, aber die andere Frage ist für ihn ja auch, jetzt ist das Ding ja wohl verwirkt und er will es jetzt weghaben Ja. aus der Personalakte. Gibt es da einen Rechtsanspruch dafür? Gibt keinen Ja. Rechtsanspruch, aber es ist einfach das Papier nicht mehr wert, Das auf das es stimmt. draufsteht. Das Ja. stimmt, aber er will es halt weghaben. Weil Ja. er sagt halt, hey, jetzt habe ich bald einen Vorgesetztenwechsel und so weiter. Und die sind ja nicht immer Arbeitsrechtler und ich will nicht diese alte Ja. Karteileiche haben. Aber es ist schon Also so. das Einzige, was man versuchen kann, ist generell im Rahmen einer Das ist schön. Betriebsvereinbarung Ja. Löschungsfristen. eine Löschungsfrist zu Ja. vereinbaren. Das heißt also, was weiß ich, 2 oder 3 Jahre. Ja. Und wenn es dann in der Phase keine weitere Verfehlung gegeben hat, dass dann diese Ja. Abmahnung auch dann auch gelöscht wird und dass sie auch aus der Personalakte Genau. genommen wird. Also Ja. das könnte man Und das ist ein versuchen. sehr, sehr guter Tipp. Weil, wie gesagt, nach der Rechtsprechung gibt es erst sowas mal nicht vom Grundsatz, auch wenn sie verwirkt ist. Also ist der Betriebsrat vielleicht gefragt, eine Regelung zu treffen. Und ich sage mal so, da könnte einem ja so in Gedanken kommen, okay, eine Betriebsvereinbarung zu Löschungsfristen in Personalakten. Ich sage mal, mir fällt da ein, Paragraph 87 zum Beispiel, die Nummer 6, wenn es eine elektronische Personalakte ist. Ja. Und wenn es noch eine händische ist, würde ich sagen, könnte doch Ordnungsverhalten betroffen sein, sagen wir mal, Nummer 1. Also im weitesten Also Diskussionsraum wäre zumindest. zumindest eine Option, wie Ja. man zumindest mal eine Verhandlung starten kann. Genau. Und dann kann man darüber Ja. auch was Sehr reißen. gut. Aber Ja. kennst du die Frage? Kommt bei mir immer in den Seminaren. Die Leute sagen immer, na, ich muss doch immer bis zu 3-mal abgemahnt werden. Ja. Übrigens, da gibt es auch ein Video noch. Aber trotzdem, ihr wollt es jetzt ja hier noch, auch extra noch sehen. Nee, auch das gibt es nicht als Vorgabe, dass es immer 3-mal sein muss. Es kommt darauf an, was im Betrieb üblich ist. Manche Arbeitgeber sagen erste, zweite, letzte, tschüss. Und andere sagen einmal. Und wenn noch mal sowas ist, dann fliegst du raus. Also es gibt nicht das vom Gesetz oder von der Rechtsprechung, es muss 3-mal sein. Oft kommt es vor, aber nicht, dass es ein Muss ist. Na schön, jetzt fragt man sich auch, okay, wo lerne ich sowas alles irgendwie? Abmahnung, Entfernung, ja, nein. Also ich sage mal so, in Arbeitsrecht Teil 3, da lernt man was zur Abmahnung, weil es um Kündigung geht. Und wenn es um den Paragraphen 87 der Betriebsverfassung geht, da wäre es Betriebsverfassung Teil 2. Jo. Dann frage ich den mal, ob die so eine BV haben. Ja.